Als erstes möchte ich euch durch einen Block frühreifer französischer Weizensorten führen, geordnete Qualität nach. Zuerst die interessanten frühreifen A-Weizensorten, anschließend frühreife B-Weizensorten. Und einer der frühreifen A-Weizensorten ist hier die Sorte Ambello, eine langjährig im Markt befindliche, praxiserprobte A-Weizensorte, vom Habitus etwas kürzer, standfest, begrannt, frühreif, mit einer sehr, sehr guten Ehrenfusarium-Einstufung im Blattapparat, keine großen negativen Aspekte aufzuführen. Ambello zeichnet sich aus durch eine gehobene A-Qualität, durch eine hohe, sichere Proteinleistung, eine sichere Fallzahlstabilität und macht damit die Sorte seit 8-9 Jahren zu einem absoluten Qualitätsaspekt im Bereich A-Weizen. Interessant die Sorte, vor allen Dingen für die normalen und mittleren Aussaattermine, nicht für die späten Aussaattermine und auch bitte nicht in den Stoppelweizenbereich einsetzen. Hier stehen wir vor der Sorte Robisco, ebenfalls bereits mehrere Jahre großflächig praxiserprobt. Auch hier handelt es sich um eine kurze, begrannte, frühreife A-Weizensorte aus dem Vertrieb der Hauptsaaten, Züchter dahinter, die RAGT. Gute Einstufungen im Bereich Braunrost, im Bereich Mehltau, Septoria. Gelbrost sollte man hier und da ein bisschen im Auge behalten. Top-Einstufung im Bereich Ehrenfusarium, sodass sich diese Sorte auch in Fruchtfolgen mit Mais sehr, sehr gut eignet. Von der Qualität gegenüber einem Ambello etwas schwächer. Nur durchschnittliche Fallzahlstabilität, aber ertraglich über mehrere Jahre, sehr stabil, sehr interessant für die Praxis. Als dritte Sorte im frühreifen Bereich stehen wir hier vor der Sorte Nemo. Auch diese Sorte ist mit A-Qualität eingestuft. Auch hier handelt es sich um eine frühreife, begrannte Sorte, die sehr frühwüchsig sich im Frühjahr auszeichnet. Eine Sorte, die vom Ertragsspektrum im absolut oberen Bereich anzusiedeln ist. Jedoch muss man beachten, dass sie eine intensiv zu führende Sorte ist. Sowohl Mehltau wie DTR, aber vor allen Dingen Gelbrost muss man im Auge behalten und dementsprechend rechtzeitig bekämpfen. Auch im Bereich Halmbruch ist die Sorte nicht die beste, sodass man, wenn man diese Sorte im Stoppelweizenbereich machen sollte, dementsprechend ein Halmbruchmittel einsetzen sollte, um die Sorte dementsprechend zum Ertrag zu führen. In Maisfruchtfolgen gehört sie nicht rein aufgrund einer höheren Anfälligkeit gegen Ehrenfusarium. Hier stehen wir vor der Sorte Obi-Wan, einer ganz neuen Sorte, die Hauptsaaten in diesem Jahr erstmalig in den Vertrieb genommen hat. Züchter dahinter ist die Firma Secobra. Auch bei Obi-Wan handelt es sich um eine A-Weizensorte, die von der Reife im sehr, sehr frühen Bereich einzustufen ist. Sowohl im Ehrenschieben wie in der Reife stellt sie nochmal eine frühere Sorte dar gegenüber den Sorten Robisco, Ambello und Nemo. Im Blattapparat ist Obi-Wan sowohl im Rost wie auch im Mehltau gut eingestuft, verfügt über ein hohes Ertragsspektrum, eine gute A-Qualität, eine sehr gute Standfestigkeit und wir werden sehen, wie sich diese Sorte im Vergleich zu den etablierten zeigen wird. Sie verfügt über eine sehr rasche Herbst- und Frühjahrsentwicklung, passt von daher ideal auf trockene Lagen, passt auch in spätere Aussaatterminen, etwas ganz Interessantes, Neues im Arbeitsbereich. Bisher habe ich euch vier frühreife, begrannte A-Weizensorten vorgestellt und möchte nun zu zwei frühreifen, unbegrannten B-Weizensorten kommen. Die erste Sorte ist die Sorte Luminant, die im Jahre 2019 erstmalig in die Praxis eingeführt worden ist. Es handelt sich um eine frühreife, kurze, standfeste, gelb- und braunrost-tolerante Sorte mit einem sehr hohen Ertragsniveau, einer guten Auswuchsfestigkeit und einer stabilen B-Qualität. Geeignet für trockene Lagen und auch für die späteren Aussaattermine. Kommen wir nun zur Sorte Chevignon. Auch diese Sorte ist eine Sorte mit B-Qualität. Und wir stehen hier vor einer Sorte, die seit mehreren Jahren schon für Furore
lange Zeit schon in Frankreich für Furore gesorgt hat, aber jetzt seit 2 Jahren auch in Deutschland für Furore sorgt. Eine Sorte mit sehr, sehr hohem Ertragspotenzial. Es handelt sich um eine Sorte im Bereich früh bis mittelfrühem Reifebereich. Gut in den Einstufungen im Rost. Sicherlich im Mehltau-Bereich muss man das ein oder andere beachten und dementsprechend auch auf Mehltau achten. Eine Sorte, die sehr frohwüchsig ist, dementsprechend auch in die späteren Aussaattermine sehr, sehr gut hineinpasst. Ertraglich spitze, qualitätsmäßig in Ordnung, proteinmäßig in Ordnung. Eine Sorte, die wir breit einsetzen können und die, glaube ich, keine Wünsche offen lässt. Wir kommen nun zu dem Block der normal und etwas später abreifenden Weizensorten. Und auch diese Weizensorten sind der Qualität nach geordnet. Zuerst die A-Weizensorten und anschließend die B-Weizensorten. Als Einvertreter der normal reifenden A-Weizensorten ist hier die Sorte Apostel zu nennen. 2018 beim Bundessortenamt zugelassen, Vertrieb durch die IG Pflanzenzucht. Es handelt sich um eine winterharte Kompensationssorte mit einer sehr guten A-Qualität, einer hohen Fallzartstabilität, sehr positive Aspekte im Bereich Mehltau und Gelbrost, etwas anfälliger im Bereich Halmbruch, dementsprechend bitte ein Halmbruchmittel einsetzen. Auch sollte man die Standfestigkeit dementsprechend absichern, aber ansonsten eine sehr runde Sorte, eine runde Sorte mit einer gehobenen, sicheren A-Qualität. Wir stehen hier vor der Sorte Azori, einer Sorte, die im Jahre 2018 beim Bundessortenamt zugelassen wurde und bereits im ersten LSV-Jahr 2018 für Furore gesorgt hat. Azori ist von der Reife mittel bis spät einzuordnen, zeichnet sich durch gute Mehltau- und gute Braunrosttoleranzen aus. Auch bei der Gelbrost ist die Sorte gut eingestuft. Jedoch sollte man die Sorte doch auf Gelbrost beobachten, denn die Einstufung ist sicherlich besser als die tatsächlichen Praxiserfahrungen, weil wir bei dieser Sorte bereits in den letzten 2 Jahren Gelbrost gefunden haben. Ertraglich sehr interessant, fallzartstabil, gehobene, vernünftige A-Qualität, eine Sorte, die sicherlich im Bereich der ertraglichen Seite, von der ertraglichen Seite im oberen Bereich anzusiedeln ist. Kommen wir nun zu der seit Jahren meist vermehrtsten und meist angebautsten Weizensorte in Deutschland, der Sorte RGT Reform. RGT Reform, eine A-Weizensorte, ein winterharter Bestandesdichtentyp mit einem guten ausgewogenen Toleranz im Blattbereich, einer guten Ehrenfusarium-Toleranz, sehr hoher Fallzahl, sehr hohe Fallzahlstabilität und ein über mehrere Jahre sehr stabilen Ertragsniveau. Diese Sorte als richtige A-Qualität hat sie durchaus immer Kritiker. Nichtsdestotrotz steht eine A-Weizen-Qualität daneben, darum ist sie A-Weizen. Die Sorte gehört aus meiner Sicht nicht in die trockeneren Lagen, nicht auf die trockeneren Standorte und auch nicht in die späten Aussaattermine. Aber ansonsten eine breit zu verwendende Arbeitssorte. Wir stehen hier vor der Sorte LG Initial, eine Sorte, die 2018 beim Bundessortenamt zugelassen worden ist, mit sehr, sehr hohen Ertragseinstufungen. Eine Arbeitssorte im mittel- bis späteren Reifebereich, verfügt über eine sehr gute Standfestigkeit. Aufgrund eines Halmbruchresistenzgens ist die Sorte sehr, sehr interessant als Stoppelweizen. Hat darüber hinaus sehr gute Einstufungen bei Mehltau, eine Top-Einstufung bei Gelbrost. Jedoch sollte man auf DTR und Braunrost auf jeden Fall achten. Eine Sorte, die gut in der Qualität mit guter Fallzahl sich auszeichnet, jedoch etwas zu bekritteln, ist etwas kleinkörnig und aufgrund der späteren Reife sehe ich die Sorte eher für die mittleren bis besseren Böden und für die Aussaatzeitpunkte, frühe bis normale Aussaattermine, nichts für späte Aussaattermine. Als nächstes präsentiere ich euch die Sorte RGT Depot. Auch diese Sorte wurde im Jahre 2018 beim Bundessortenamt zugelassen mit sehr, sehr guten Ertragseinstufungen. Dieses hat die Sorte in den letztjährigen Landessortenversuchen auch absolut bestätigt, wo sie
im Bereich der A-Weizensorten mit im vorderen Bereich lag. Diese Sorte verfügt ebenfalls über sehr gute Mehltau- und Gelbrostresistenzen. Jedoch muss man hier auffügen oder zufügen, dass die Sorte im DTR-Bereich höhere Anfälligkeit hat, dass die Sorte auch sicher aufgrund eines späten Ährenschiebens, einer späten Reife zu den späten Sorten zu zählen ist und im Bereich der Fallzahl nur eine durchschnittliche Fallzahlstabilität ausweist. Aufgrund der spätreifen Situation dieser Sorte sehe ich die Sorte eher für mittlere bis bessere Böden, nicht für trockene Standorte. Im Folgenden komme ich nun zu dem Block der normal und etwas später abreifenden B-Weizensorten. Und als einen Vertreter der B-Weizensorten möchte ich hier die Sorte Campesino vorstellen. Campesino von der Firma Secobra, eine Sorte, die 2019 beim Bundessortenamt zugelassen wurde und im ersten LSV-Jahr bundesweit mit überragenden Erträgen abgeschnitten hat, in vielen Versuchen der Ertragssieger war. Was ist Campesino? Campesino verfügt über ein sehr frühes Ährenschieben bei einer normalen Abreife, heißt, es hat eine längere Kornfüllungsphase. Die Sorte hat sehr, sehr gute Einstufungen im Bereich Mehltau, Braunrost wie auch Gelbrost. Auch wenn man durchaus hier und da schon etwas Gelbrost in diesem Jahr in dieser Sorte finden kann. Ertragseinstufung, sagte ich, sehr interessant, vernünftige Fallzahl, hat ein Halmbruchresistenzgen, sodass die Sorte auch sehr interessant für den Stoppelweizen ist. Jedoch ein Makel muss ich bei dieser Sorte aufführen, das ist die genetisch geringe Proteingehalte. Da ist sie mit 1 eingestuft und mit 1 waren früher nur die Sorten eingestuft, die als C-Weizen auf den Markt kamen. Ich stehe hier vor der Sorte Kamerad, eine Sorte, die von der Reife etwas später zu bezeichnen ist, aber ansonsten knackig kurz, super standfest, sehr gesund im Blatt, beispielsweise im Mehltau-Bereich mit 1 eingestuft, im Gelbrost mit 2, im Blattsektoria mit 3, darüber hinaus eine Top-Ehrengesundheit, wo sie im Ehrenfusarium die 3 aufweist, mehrere Jahre in der Praxis, sehr gute Erträge. Eine ideale Sorte, gerade für diejenigen, die mit wirtschaftseigenen Düngern arbeiten, wo ich standfeste Sorten brauche. Wer mit wirtschaftseigenen Düngern arbeitet, hat meistens Mais, hat meistens Vieh und dementsprechend brauche ich so eine Sorte in den Maisfruchtfolgen aufgrund der sehr, sehr guten Ehrenfusarium-Toleranz. Nicht in die allerletzten Aussaattermine rein und auf die mittleren bis besseren Böden. Dort passt die Sorte, dort ist sie zu Hause, dort bringt sie ihre Leistung mit einer guten B-Qualität. Zum Abschluss des Weizens möchte ich euch hier die Sorte Informer vorstellen. Informer gehört zu den ertragsstärksten B-Weizensorten auf dem Markt. Sie gehört zu den spätreiferen Sorten, sowohl im Ährenschieben wie in der Reife ist sie mit der Note 6 eingestuft. Aber ansonsten sehr tolerant im Bereich Gelbrost, sehr gute Einstufungen im Bereich Septoria und im Bereich Mehltau. In der Ehrenfusarium-Anfälligkeit mit 5 im Bereich Mittel, sodass ich diese Sorte nicht unbedingt für die Maisfruchtfolgen sehe. Aber ertraglich absolut im oberen Bereich, aber nur dann, wenn die Sorte Wasser hat. Dort, wo sie im Jahre 2019 Wasser hatte, war sie top in der Praxis. Aber wir hatten auch Regionen, wo das Wasser gefehlt hat. Da tut sie sich dann schwer. Das heißt, auf leichtere Böden gehört sie nicht hin. In vorsommertrockene Gebiete gehört sie nicht hin. Und die Empfehlung für mich auf den guten Böden im Bereich der normalen bis späteren Aussaattermine. Das ist Informer.